Diese Radtour stand bei meiner Frau und mir schon seit etlichen Jahren ganz oben auf der Wunschliste. Doch die Anfahrt von mehr als 1000 Kilometern mit den Rädern hinten drauf hat uns bisher doch davon abgehalten. In diesem Jahr haben wir Freunde auf Noirmoutier besucht und da war es bis Saint-Malo, unserem Start- und Zielort, nicht mehr so weit. Die Stadt begeistert durch seine nahezu vollständig erhaltene Stadtmauer, von der aus man wunderbare Aussichten auf den alten Stadtkern und auf den Atlantik hat. Weiter beherbergt die Stadt das seinerzeit größte, heute das drittgrößte Gezeitenkraftwerk der Welt. Das Ziel der ersten Etappe ist Dinant, eine urgemütliche Stadt mit fast schon Pariser Charme und einer imposanten und gut erhaltenen Burgruine. Danach geht es weiter nach Combourg. Auf dem Schloss aus dem 17. Jahrhundert hat René de Chateaubriand seine Kindheit verbracht und das Schloss gilt heute als Wiege der Romantik. Als Vorzeigestadt der bretonischen Handelsplätze trägt Fougères mit seinem charakteristischen mittelalterlichen Schloss aus dem Jahre 1020 noch heute den Stempel alter Zeiten. Etappe 4 führt uns nach Pontenson, ein guter Ausgangspunkt für den Besuch auf der Insel Mont-Saint-Michel. Die Insel mit in dieses Video aufzunehmen, würde den Rahmen sprengen. Daher zeigt dieses Video nur ein paar Eindrücke des alten Benediktinerklosters und es wird am Ende mit einem speziellen Video verlinkt, sobald es verfügbar ist. Das vorletzte Ziel ist Cancale, dessen hübscher Hafen ein Genuss für die Augen und den Gaumen ist. Cancale ist seit langem bekannt für ihre hervorragenden Austern und Muscheln, was zugegebenermaßen nicht so unser Ding ist. Ziel der letzten Etappe ist dann wieder Saint-Malo, von wo aus wir nun starten wollen.